Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus, liebe Gäste, liebe Jugend. Unser Thema im Rahmen meiner Predigtserie in diesem Jahr, göttliches oder fremdes Feuer, ist heute der vierte Teil. Und zwar geht es heute um den Geist und die Geister. Was heißt fremdes Feuer? Ist nicht Feuer Feuer? Oder seht ihr da einen Unterschied? Was macht den Unterschied? Der Unterschied ist, wer es entzündet hat. Aber das sieht man nicht so einfach. Jetzt wäre schön, wenn die Jugend und die Kinder da sind, aber bitte, ihr macht das von der Weite. Ich habe hier zwei Paprika. Ich wollte euch damit sagen, es ist nicht Paprika gleich Paprika. Einer ist falsch, der andere ist richtig. Was glaubst du, welcher Paprika ist der richtige? Der da oder der da? Der da oder der da? Das ist der echte. Okay. Was sagt ihr? Wer ist der richtige Paprika, der oder der? Noch einmal? Jeder wird denken, das ist der von hier. Jeder wird denken, und was denkst du? Nein, jeder wird denken, dass es der ist, aber genau aus dem Grund soll ich das machen. Also du glaubst, dass das der richtige ist. Kommen wir mal raus. Komm mal her. Welcher ist der richtige? Obvious. Aui. Der, okay. Der ist der richtige. Ihr Lieben, lasst euch nicht täuschen. Es ist nicht Paprika gleich Paprika. Auch wenn ihr es. Und das Problem ist jetzt natürlich von der Weite. Ist es schwer zu erkennen. Und das hast du jetzt uns deutlich gemacht. Man muss auch manches ein bisschen näher betrachten. Glaubt also nicht allem und nicht jedem und nicht immer, sondern schaut euch das genau an, was geboten wird. Ich habe unserer Tochter einmal erzählen müssen und sagen müssen, Danja, Puppe ist nicht Puppe und Schokolade ist nicht Schokolade. Weißt du, wir haben in Wien gewohnt und die Danja war noch klein und da hatten wir ihr erklärt, bitte nimm keine Puppe von einem fremden Menschen. Nimm keine Schokolade von einem fremden Menschen. Und sie sagt, warum nicht? Puppe ist Puppe. Nein, es ist nicht Puppe, Puppe. Wenn ein fremder Mensch dir eine Puppe schenken will oder eine Schokolade geben will, dann hat er vielleicht etwas Böses im Sinn. Und dann musst du aufpassen. Puppen und Schokolade kriegst du vielleicht von Papa oder der Mama, aber nicht von einem fremden Menschen. Es gibt auch böse Menschen, die schenken was Gutes, um dann was Böses mit dir zu machen. Also es ist so wichtig, dass wir überlegen, es ist nicht Feuer gleich Feuer, es ist nicht Puppe gleich Puppe und sagt auch nicht, Hauptsache gesund. Ich habe eine eigene Serie gemacht über dieses Thema falsche Angebote in Bezug auf die Gesundheit. Da wird alles Mögliche heute angeboten. Es klingt sehr gut, es ist sehr schön, aber in Wirklichkeit ist wer anderer dahinter. Über mögliche Wirkungen und schädliche Nebenwirkungen informiert sie nicht nur der Arzt oder Apotheker, sondern auch der Seelsorger. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir verstehen, fremdes Feuer ist nicht göttliches Feuer. Und das möchte ich heute ein bisschen mit uns besprechen. 2. Mose 13, Vers 21 und 22 hat uns erklärt, dass damals Gott durch eine Feuersäule, durch Feuer die Gemeinde geführt und geleitet hat. Das muss eine gewaltige Erfahrung gewesen sein. In der Nacht war es eine Feuersäule, wo sie genau wussten, das ist der Weg, den wollen wir gehen. Und am Tag war es eine Wolkensäule. Auf allen Wanderungen zog der Sohn Gottes in den Wolken und die Feuersäule als Anführer den Israeliten vor ihnen her. Und sie hatten dieses göttliche Feuer, das sie führte und leitete. Damals, als dann der
Gottesdienst in der Stiftshütte gemacht wurde und der Tempel gebaut wurde als transportabler Tempel, hat Gott das erste Opfer entzündet mit einem Feuer vom Himmel. Ihr habt dann die Bibeltexte dabei, ihr könnt sie euch abschreiben oder wenn ihr wollt, könnt ihr von der Technik auch dann die PowerPoint-Präsentation haben. Wir können jetzt nicht jeden Text lesen, aber eines ist klar, sie mussten dieses Feuer am Brennen erhalten. 3. Mose 6, Vers 6. Und keiner durfte für das Opfer ein anderes Feuer verwenden. Als dann Nadab und Abihu ein anderes Feuer verwendeten, sagt die Bibel, kam Feuer von Gott und verzehrte sie. Und ihr seht, wie wichtig es Gott war, dass sie nicht irgendein Feuer verwendeten zum Opfern, sondern dass sie ein göttliches Feuer verwendeten. Und er sagt es dann auch, warum. 3. Mose, Kapitel 10, Vers 3. Weil Gott heilig ist. Und er möchte das Feuer verwenden, das er entzündet hat. Und das gilt für uns auch jetzt in dieser Zeit. Während des Gottesdienstes, wenn die Gebete und Lobpreisungen des Volkes zu Gott aufstiegen, nahmen Nadab und Abihu halb betrunken ein jeglicher seinen Napf, taten Feuer darein und legten Räucherwerk darauf. Sie übertraten aber Gottes Gebot, indem sie fremdes Feuer gebrauchten, anstatt des heiligen Feuers von Gott, das er selbst entzündete, welches er ihnen zu diesem Zweck verwenden geboten hatte. Es darf nicht jedes Feuer verwendet werden. Es ist nicht Feuer gleich Feuer. Es geht um die Frage, was hat Gott entzündet? Feuer ist nicht gleich Feuer. Geist ist nicht gleich Geist. Lasst uns miteinander 1. Johannes Kapitel 4 aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 4. Und da ruft uns Johannes auf, und zwar ganz ernstlich, und das wird für uns so wichtig sein in dieser letzten Zeit, in der wir leben. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Dieses Feuer muss von Gott entzündet sein. Menschliches oder anderes Feuer ist nicht richtig. Prüfe die Geister, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und dann erklärt er uns, woran man es erkennen kann. Und heute möchte ich in dieser Predigt ein paar Aspekte mit uns teilen, woran man den richtigen Geist vom falschen Geist unterscheiden kann. Das Zeugnis Jesus sagt deutlich, es herrscht schon jetzt eine Gefühlsregung, eine Vermischung des Wahren mit dem Falschen, die trefflich dazu angetan ist, irre zu führen. Doch niemand braucht sich täuschen zu lassen. Und das ist jetzt die frohe Botschaft. Im Lichte des Wortes Gottes wird es nicht schwer sein, das Wesen dieser Bewegung, dieser falschen Bewegung, dieses falschen Geistes zu erkennen und festzustellen. Aber man muss halt manches Mal ein bisschen näher kommen und sich das genauer anschauen. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das lernen. Paulus sagt es noch einmal für uns und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. In dieser Zeit, in der wir heute leben, wird eine Gabe vom Heiligen Geist sehr wichtig werden. In 1. Korinther Kapitel 12, Vers 10 werden ja Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt. Und eine Gabe wird für uns sehr wichtig sein, nämlich die Gabe der Geisterunterscheidung. Dass der Heilige Geist uns zeigt, welcher Geist dahinter steckt, der da Wunder tut, was da Großes geschieht in dieser Welt. Denn wir sind jetzt vor großen Ereignissen, die wir jetzt vor uns stehen haben. Und es ist so wichtig, dass wir die Salbung des Herrn haben, den Heiligen Geist, sprich den Frühregen, damit wir Erkenntnis gewinnen. Denn die Bibel sagt, es ist nur ein Herr und es ist nur ein Geist. Lasst euch also nicht verführen, denn ich möchte jetzt einige Punkte mit euch besprechen. Es gibt nach der Bibel verschiedene Geister. Zum einen einmal des Menschengeist. Ihr findet das in 1. Korinther 2, Vers 11. Der menschliche Geist, unser Geist, er ist sündig, er braucht Vergebung, er ist vergänglich,
Er kann aber auch eine Leuchte des Herrn sein, wenn er mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Also wir müssen unterscheiden zwischen unserem Geist. Dann gibt es noch in der Bibel unreine Geister. Die Bibel nennt sie auch teuflische Geister, Dämonen, satanische Geister. Und dann gibt es noch den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Und wir müssen jetzt unterscheiden, was meint die Bibel unter Geist? Meint sie unseren menschlichen Geist? Meint sie den unreinen Geist? Meint sie die satanischen Geister, den Heiligen Geist? Und wir schauen uns jetzt einmal den Unterschied an zwischen dem Geist und den Geistern. Das heißt, zwischen dem Heiligen Geist und den falschen Geistern, die auch in dieser Welt herrschen. Erstens, wie soll es auch anders sein? Es werden 7 Punkte sein, schreibt euch die auf, damit ihr sie nie wieder vergesst, denn ihr braucht sie für euch in der Zukunft ganz besonders. Gottes Geist ist ein tiefer und gründlicher Geist. Wenn der Heilige Geist unser Herz erfüllt, dann wird eine tiefe, ernste Umkehr sichtbar werden. Erweckungen führen zu gründlicher Selbstprüfung und zur Demut. Sie waren gekennzeichnet durch feierliche, ernstliche Aufrufe an den Sünder und inniges Erbarmen mit denen, die durch Christi Blut erkauft worden sind. Daran erkennt man den Heiligen Geist, nämlich, dass er zur Buße führt, dass er zur Umkehr führt, dass er zur tiefen geistlichen Einsicht führt. Die anderen Geister aber sind leichtfertig und oberflächlich. Das Zeugnis Jesus sagt uns, viele Erweckungen der Neuzeit zeigen jedoch einen bedeutenden Unterschied gegenüber den Bekundungen göttlicher Offenbarung und göttlicher Gnade. Es ist ein kurz aufflammendes Feuer, das bald wieder verlöscht. Und dahinter bleibt noch schlimmere Finsternis als vorher. Also der Heilige Geist ist ein ernster Geist der Umkehr, der Reue, der Bekehrung. Die Geister sind oberflächlich, leichtfertig und schnell wieder weg. Kurze Zeit da und bald verlöschen sie wieder. Es ist das Gewissen verdunkelt, der Verstand ist verfinstert, sagt der Paulus im Epheser 4, Vers 18 und 19. Und man kann hier ganz deutlich den Heiligen Geist von den falschen Geistern unterscheiden. Zweiter Punkt. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe, der Agape, der bereit ist, Opfer zu bringen und sich freiwillig hinzugeben. Das ist der Heilige Geist. Er richtet sich an das Gewissen, an unseren Geist, in Römer Kapitel 9, Vers 1, könnt ihr das nachfolgen. Er bringt uns Grundsatztreue und Wahrheit ins Herz. Und er ist ein beständiger Geist, der festhält und dranbleibt bis ans Ende. Es ist der Heilige Geist, ein Geist der Liebe, die festhält an der Wahrheit und Grundsatztreue. Der falsche Geist hingegen ist ein Geist, der sich an das Gefühl richtet. Und das ist sehr interessant, bitte haltet das fest. Die falschen Geister richten sich mehr an die Psyche, an unser Gefühl. Volkstümliche Erweckungen werden oft dadurch bewirkt, dass man sich an die Einbildungskraft wendet, Gefühle anregt und die Liebe zu etwas Neuem und Aufregendem befriedigt. Das ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und den Geistern. Drittens, woran merkt man den Heiligen Geist? Wenn der Geist des Heilandes in unserem Herzen wirkt, dann kommt die Liebe zum Wort Gottes. Wir schätzen das Wort Gottes und wir nehmen das Wort Gottes ernst. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns nüchtern macht, ausgewogen sein lässt, und eine Botschaft, die an nüchternen Verstand gerichtet ist, die leider heute oft nicht so sehr Anklang findet, denn es muss alles gefühlsmäßig sein und ein Heilerlebnis sein, aber nur so eine Predigt, die alleine an den Verstand gerichtet ist, findet oft keinen Anklang. Die einfachen Warnungen des Wortes Gottes, die sich unmittelbar auf das ewige Wohl beziehen, bleiben oft unbeachtet.
Der Heilige Geist aber führt zum Wort Gottes. Die Geister, die haben wenig Verlangen nach dem Wort Gottes und nach biblischen Wahrheiten. Und wenn man mit solchen Leuten zusammenkommt, die von diesen Geistern bewegt sind, werdet ihr eines merken, das Wort Gottes hat nicht den Stellenwert. Das ist so altmodisch, das ist ein alter Zopf. Man ist unnüchtern, man ist fanatisch, es gibt keine Grenzen, keine Interessen mehr in Bezug auf das Wort Gottes, auf den Propheten. Die Bibel wird kaum gelesen, es ist kaum mehr Interesse an dem Wort Gottes da, aber große Interesse an Zeichen und Wundern. Wow, da muss ich etwas tun. Und wenn sich da was tut, dann ist der Heilige Geist da. Und ihr Lieben, schaut einmal in Jesaja 8, Vers 20. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das aufschlagen miteinander. Jesaja Kapitel 8, Vers 20, wo uns der Prophet Jesaja sagt, woran man den falschen Geist vom richtigen Geist unterscheiden kann. Es geht also um die Propheten da. Und er sagt also hier in Kapitel 8, Vers 20, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Wenn sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Der Heilige Geist führt immer zum Gesetz und zum Zeugnis. Was ist das? Das Gesetz ist die Bibel, das Wort Gottes. Das Zeugnis ist das prophetische Wort. Der Heilige Geist führt also immer ins Wort Gottes und in den prophetischen und zu den prophetischen Worten. Nach dem Gesetz und Zeugnis. Und ihr Lieben, daran erkennt man den wahren Geist vom falschen Geist. Denn der falsche Geist will kaum mehr etwas von der Bibel wissen und noch weniger von Geisterweissagung. Das wird nicht mehr aktiv. Da ist Wunder und große Zeichen viel wichtiger. Kein Verlangen nach biblischen Wahrheiten. Viertens, woran erkennt man den falschen Geist vom richtigen Geist? Der Heilige Geist bringt, wenn er in unserem Herzen ist, Frucht. Ja, Frucht bringt er. Er bringt Frucht, nicht wir. Das Zeugnis Jesus sagt, dann blies Jesus den Heiligen Geist über sie, und jetzt bitte beachtet, in diesem Hauch war Licht, Macht, viel Liebe, Freude und Frieden. Satan hauchte auch einen Einfluss aus, einen unheiligen Einfluss über die Menschen aus. In demselben war, bitte Achtung, viel Licht und viel Macht, aber was war nicht? Wenig Liebe, gar keine Liebe, keine Freude und keinen Frieden. Diese Dinge, Liebe, Freude und Frieden, sind Gaben des Heiligen Geistes, ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und Satan hat kein Interesse daran, die Frucht des Heiligen Geistes zu imitieren. Er will ja nicht Liebe, er will ja nicht Frieden, er will ja nicht Freude. Das ist ja ganz gegen seine Natur. Das heißt also, woran erkennt man den wahren vom falschen Geist? Der wahre Geist bringt nicht nur Gaben, wie zum Beispiel Zungenreden oder Heilungen, Wunder, sondern er bringt auch die Frucht, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Daran erkennt man den wahren Geist von den falschen Geistern, denn die haben keine Frucht. Da ist geistliche Gesinnung nicht gefragt, da ist fleischliche Gesinnung gefragt. Wir dürfen sicher sein, sagt das Zeugnis Jesu, dass Gottes Segen nicht dort ausgeteilt wird, wo man das Zeugnis der Bibel vernachlässigt, indem man sich von den deutlichen Wahrheiten der Selbstverleugnung und ein Sich-Lossagen von der Welt abwendet. Der Heilige Geist führt uns dorthin, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir uns lossagen von der Welt. Aber die Geister wollen das nicht. Und jetzt sagt eben die Bibel, Matthäus Kapitel 7, Vers 16, den Text, den du zur Predigt gelesen hast, aber ein bisschen vorher, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An der Frucht des Heiligen Geistes werdet ihr sie erkennen. Nicht so sehr an Wundern, nicht so sehr an großen Zeichen, an Taten, an Zungenreden oder sonstigen Dingen, die da passieren. Es wird an der Frucht des Heiligen Geistes sichtbar. Denn die falschen Geister
bringen keine Frucht und wollen das auch nicht. Fünftens, woran erkennt man den Heiligen Geist vom falschen Geist und kann ihn unterscheiden? Achtung, Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber. Wenn der Heilige Geist wirkt, führt er uns immer zum Gehorsam. Es heißt in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 3, dass das die Liebe zu Gott ist, dass wir seine Gebote halten und der Geist Gottes uns dorthin führt und seine Gebote sind ein bisschen schwer. Steht das in der Bibel? Nein, sind nicht schwer. Warum? Weil der Geist uns hilft, weil der Geist uns führt, weil der Geist uns treibt, die Gebote zu halten. Woran erkennt man den falschen Geist? Das Gesetz Gottes wird verleugnet. Ich habe leider dieses Video nicht gefunden mehr. Ich habe es mir nicht aufbehalten. Es hat vor einigen Jahren in einer charismatischen Feuerkonferenz einen Prediger gegeben, der plötzlich die Bundeslade als Styropor-Imitation auf die Bühne gebracht hatte. Und dann hat er aus der Bundeslade heraus die 10 Gebote geholt, so ein Styropor-Bild für die 10 Gebote. Und dann hat er in seiner Predigt unter Gelächter der Leute, unter Applaus der Leute, die 10 Gebote zerbrochen und hat gesagt, das ist alles vorbei. Und er tritt dann auf die Bundeslade, zerbricht die Bundeslade und zertritt alles. Und alle haben gelacht, gejubelt, Halleluja gesungen. Wir sind endlich über dieses ganze Alte vorbei und drüber hinweg. Welcher Geist ist das? Der Heilige Geist? Ihr Lieben, das Gesetz Gottes wird verleugnet. Da man den Charakter, Achtung, die Wichtigkeit und die Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes verkannte, ist man auch in Bezug auf die Bekehrung und Heiligung irregegangen. Also wer das eine falsch macht, macht das andere auch falsch. Woran erkennt man den richtigen Geist vom falschen Geist? Sechstens, der Heilige Geist vereint Gerechtigkeit und Güte. Für Gott ist Gerechtigkeit und Güte kein Widerspruch. Es ist eine Einheit. Liebe und Kreuz widersprechen sich bei Gott nicht. Gott ist ein Gott der Freiheit, der Ordnung und der Liebe. Und es gibt kein anderes Evangelium. Und wir dürfen uns nicht darauf, wie soll ich sagen, verführen lassen, dass heute in den charismatischen Bewegungen und diesen Geistern, die heute die Welt beherrschen, nicht nur die christliche Welt, sondern auch die adventistische Welt mehr und mehr, dass wir hier einen Unterschied plötzlich erkennen. Was macht der falsche Geist? Er trennt Gerechtigkeit und Güte. Da wird nur mehr die Güte Gottes dargestellt. Und vor kurzem wieder in einer Predigt habe ich es gehört, ja, Gott ist Gnade. Und wisst ihr, was Gnade heißt? Du darfst so sein, wie du bist. Gott liebt dich so, wie du bist. Ja, stimmt, aber es ist nur die halbe Miete. Die zweite Hälfte heißt, dass Gott dich nicht so lässt, wie du bist und dich ändert. Und das ist auch Gnade. Die Neigungen des modernen Kanzelredners geht dahin, die göttliche Gerechtigkeit von der göttlichen Liebe abzusondern. Güte mehr einem Gefühl herabzuwürdigen und nicht zu einem Grundsatz zu erheben. Bei Gott ist das eine Einheit, Gerechtigkeit und Güte. Bei den Geistern wird es getrennt. Da wird Gott nur mehr als der gütige Gott gesehen, aber nicht mehr als der gerechte Gott. Das passt ja nicht zusammen. Und das geht ja dann so weit, dass man sagt, ja Gott, kann doch nicht die Liebe sein, wenn er seinen Sohn opfert. Welcher Gott opfert seinen Sohn, wenn er ihn liebt? Und so weiter und so fort. Siebtens, woran erkennt man den falschen Geist und den richtigen Geist? Der Heilige Geist, wenn der unser Herz erfüllt, dann drängt er uns zur Mission. Der Heilige Geist ist ein Geist der Mission. Die Bibel sagt uns, die Liebe Christi dringet uns, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14, zum Menschen zu gehen. Es ist Philadelphia, die Wirkung des Heiligen Geistes, und das heißt Bruderliebe.
Die Liebe zum Verlorenen, die Liebe zu verlorenen Seelen. Und ich erinnere da an Johannes Kapitel 20, Vers 21, wo er den Jüngern den Missionsauftrag gibt. Und bevor er sie dann entlässt in die Mission, haucht er sie an mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist der Mission. Und wenn es dich treibt zu verlorenen Seelen, dann ist das der Geist Gottes, der dich treibt. Aber bei den Geistern gibt es das nicht. Bei den falschen Geistern in dieser Welt gibt es keine Missionsarbeit. Es geht sogar so weit, dass man sagt, man darf nicht mehr missionieren, nämlich Fischen ist verboten. Fischen in anderen Gewässern, in anderen Religionsgemeinschaften, das ist ja gegen die Ökumene. Man glaubt der Allversöhnungslehre, die da verkündigt wird, jeder wird nach seiner Fasson selig, jeder hat schon recht irgendwie, du gehst auf deinen Weg zu Gott, ich gehe auf meinen Weg zu Gott. Und dem anderen zu sagen, das ist falsch, das wäre ja Gewalt in der Kommunikation. Ihr Lieben, Achtung, welche Geister heute unsere Herzen beherrschen. Einige weitere Unterschiede, ganz kurz nur. Das Wirken des Heiligen Geistes zeigt sich in der Bibel, indem er uns erleuchtet und Erkenntnis schenkt. Der Heilige Geist, und das haltet bitte fest, lässt dem Menschen seinen freien Willen. Er führt, aber seine Führung ist klar und nicht wirr. Seine Führung ist nicht gebieterisch. Er lässt dem Menschen die Persönlichkeit und auch das Prüfen. Er möchte, dass der Mensch prüft. Sein Wirken richtet sich an die Vernunft. Und er ist nüchtern und ausgeglichen. Hingegen die Geister, das Wirken der Dämonen, und ihr könnt das in der Bibel ja studieren, sie drängen und sie treiben den Menschen, aber nicht, sie lassen ihn ihren freien Willen. Sie sind besitzergreifend, man nennt das besessen sein. Du hast keinen freien Willen mehr. Sie sind nicht nur besitzergreifend, sondern sie machen auch unfrei und wirr. Schaut euch den Besessenen an, den Jesus geheilt hat. Zuerst war er wirr und furchtbar angezogen und dann war er plötzlich ganz ordentlich und normal. Sie beherrschen und versklaven den Menschen. Das ist nicht der Geist Gottes. Wenn also jemand außer sich ist und dann in Trance plötzlich Dinge tut, ist das nicht der Geist Gottes. Sie lassen kein Nachdenken und Prüfen zu. Hingegen der Heilige Geist ermutigt uns zur Prüfung. Die Geister richten sich an das Gefühl und neigen zu Extremen und zur Ekstase. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen auseinanderhalten, denn ich zeige euch jetzt ein Beispiel. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel, was vor kurzem, 2010, in Atlanta passiert ist. Und ich habe euch ja mal ganz kurz an einige Repräsentanten dieser falschen Geister hingewiesen, Benny Hinn ist einer davon. Und ich zeige euch jetzt ein kurzes Video aus einer Feuerkonferenz, die er gehalten hat in Atlanta und wie er den Heiligen Geist den Menschen übergibt. Wir wollen ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und beobachtet, was da passiert. Er weht mit dem Sakko und schreit Feuer. Und übergibt den Leuten sozusagen den Heiligen Geist. Und was passiert? Gewaltige Dinge passieren. Die Leute fallen um. Reihenweise fallen sie um. Er wirkt. Und das ist der Heilige Geist. Die Leute fallen um. Erschlagen vom Geist, so nennt er sie. Willst du der Zungen reden?
Das holt eine Frau her. Und sie fällt um. Das Wirken des Heiligen Geistes. Ist das der Heilige Geist? Lasst euch nicht täuschen. Auch wenn Wunder passieren, auch wenn die Leute gesund werden, aber so hat Gott durch den Herrn Jesus nie gewirkt. Das ist nicht der Geist Jesu. Aber schaut euch die Menschenmassen an, die da zu diesen Versammlungen kommen. Und jetzt macht er Folgendes. You pastors, get down here, quick. Jetzt ruft er die Pastoren. Alle Pastoren sollen nach vorkommen. Mit Musik versucht er, die Gefühle der Leute zu erwecken. Und jetzt gehen die Pastoren alle nach vorne. Schaut euch mal die vielen pastors? Menschenmassen an. Und die Pastoren empfangen jetzt den Heiligen Geist. Are you ready? Fresh breath. My God. Fresh! 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 Take the fresh from the ball. Mighty God! Fresh! 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 Und sie fallen um, erschlagen vom Heiligen Geist. Ist das der Heilige Geist? Und bitte, wenn ihr die Bibel genau kennt, dann werdet ihr wissen, dass die Bibel hier sagt, wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann fällt er nicht auf seinen Rücken, sondern dann fällt er auf sein Angesicht. Und ihr Lieben, es ist nicht Geist und Geister das Gleiche. Durch Gottes Geist, durch Gottes Feuer fallen die Menschen, 1. Korinther Kapitel 14, auf ihr Angesicht. Also würde das Verborgene des Herzens offenbar werden, sagt der Paulus, und sie würden also fallen, auf ihr Angesicht Gott anzubeten. Aber hier fallen die Leute auf den Rücken. Es gibt also verschiedene Hinweise, die uns deutlich machen, das, was hier passiert, und das passiert jetzt in christlichen Kreisen immer mehr und immer mehr, ist nicht der Heilige Geist. Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns niederknien und niederfallen vor den Herrn. Ja, aber nicht so wie da. Wenn wir eine Zusammenfassung haben wollen, dann nehmen wir einige Bibeltexte zusammen und sagt, benützt den Verstand zu prüfen. Glaubt nicht allem, was da euch gezeigt wird. Prüfet die Geister. Wenn der Heilige Geist kommt, dann bewirkt er Vernunft und Verständnis. Er lässt den persönlichen Willen des Menschen, er schenkt Erkenntnis und erleuchtet den Menschen in seinem Gewissen. Ihr könnt alle diese Bibeltexte dann nachschauen. Er reinigt, er heiligt den Menschen, führt zur Erkenntnis der Sünde, zur Buße, zur Umkehr und zum Gehorsam. Die Geister müssen sich unterscheiden. Und ihr Lieben, wenn ihr das Beispiel Jesu vornimmt in Matthäus Kapitel 4, vielleicht schlagt das mit mir auf, Matthäus Kapitel 4, wo Jesus auch in diesem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis Sieger war und uns zeigt, wie wir Sieger sein können, waren es zwei Dinge bei der Versuchung Jesu, die ihm geholfen haben. Was waren das für zwei Dinge? Erstens, es steht geschrieben, das Wort Gottes. Und zweitens, das wird leider zu wenig beobachtet oder besprochen. Wir reden immer von dem, es ist das Wort Gottes, ja. Und die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 12, dass das Wort Gottes ein Schwert ist, das Geist und Fleisch trennt. Es scheidet die Geister. Das war ein Element, das Jesus gehabt hat, das ihm siegreich sein gelassen hat in diesem Kampf gegen die Versuchung. Es war das Wort Gottes. Aber es gab noch ein zweites Element. Es heißt im Vers 4, im Kapitel 4, Vers 1, da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Wir brauchen also den Frühregen, wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes, um siegreich sein zu können in all den Dingen, die jetzt als Herausforderungen uns als Gemeinde entgegenkommen. Epheser Kapitel 6, lasst uns das miteinander aufschlagen. Epheser Kapitel 6 sagt Paulus, ihr Lieben, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Epheser Kapitel 6 erklärt er uns ganz deutlich, dass wir einen Kampf
in dem Kampf drinnen stehen zwischen Licht und Finsternis. Im Epheser Kapitel 6 sagt er, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Er ist der Sieger. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir diese Waffenrüstung Gottes anlegen. Und wisst ihr, was das ist? Schauen wir es uns ein bisschen an. Epheser 10. Zuerst einmal den Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel, der alles zusammenhält. Wer ist das? Jesus. Er ist die Wahrheit. Und lasst uns diesen Gürtel der Wahrheit anziehen. Der Panzer der Gerechtigkeit. Was ist der Panzer der Gerechtigkeit? Es ist wieder Jesus. Es ist seine Gerechtigkeit, die mich gerecht spricht. Es ist sein Kleid, das mich schützt. Es ist er, der mich herrlich macht und rein macht. Gestiefelt den Weg des Friedens zu gehen. Ihr Lieben, es ist Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ruft uns auf, zu den Menschen zu gehen und Friedensstifter zu sein. Denn er ist der Prinz des Friedens, der in unser Herzen Frieden schafft und durch uns auch Frieden schafft in unserer Umgebung. Den Schild des Glaubens. Es ist Jesus. Die Waffenrüstung ist Jesus von A bis Z. Er ist es, der uns seinen Glauben schenkt. Und die Gläubigen haben in Offenbarung 14, Vers 12 den Glauben Jesu. Seinen Glauben. Durch die Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Glauben. Den Helm des Heils. Es ist wieder Jesus. Es ist sein Geist, der unsere Stirn erfüllt und sein Name, der auf unserer Stirne ist. Er ist es, der uns siegreich sein lässt. Er schenkt uns die Gerechtigkeit und er schenkt auch die Heiligung. Denn wo beginnt denn die Tat, wenn nicht da im Gehirn, im Kopf? Und wenn der Heilige Geist, sein Wort, sein Wesen ins eingeprägt ist durch den Heiligen Geist, werden wir auch dementsprechend handeln. Schwert des Geistes, es ist das Wort Gottes. Und wer ist das Wort Gottes? Jesus, das Wort Gottes. Die Waffenrüstung ist also Jesus. Und wer Jesus hat, der hat das Leben. Und ein Punkt, der wird oft übersehen bei der Waffenrüstung Gottes. Wir reden über alles, über den Panzer, über den Gürtel, über das Schild, über den Helm, aber kaum über das, was dann noch steht, über das Gebet. Und ihr Leben, ich möchte euch wirklich ermutigen, mehr denn je zu beten in dieser Zeit, in der wir jetzt vor Herausforderungen stehen, die gewaltig sein werden. Betet und bittet und fleht alle Zeit. Betet im Namen Jesu und wir werden es bekommen. Nun, ihr Lieben, den Geist Gottes empfangen wir, das Feuer Gottes, nicht durch das Wehen eines Sakkos, sondern durch, wie soll es auch anders sein, 7 Elemente. Und ich möchte euch noch einmal zur Erinnerung diese 7 Elemente vor Augen führen. Wir empfangen den Heiligen Geist durch die Predigt. Galater 3, Vers 2. Durch die einfache Predigt des einfachen Wortes Gottes. Wir empfangen den Geist durch den Glauben. Galater 3, Vers 14. Wir empfangen den Geist durch Buße und Umkehr. Dann empfangen wir den Heiligen Geist, Joel Kapitel 2. Wir empfangen den Geist durch inständiges Verlangen und inständiges Bitten, Lukas 11, Vers 13. Wir empfangen den Geist durch die tägliche Übergabe meines Herzens an ihn und wir bitten ihn, er möge unsere Herzen erfüllen. Wir empfangen den Geist durch das Gewissen, Römer 9, Vers 1. Und Apostelgeschichte 5, Vers 32, durch den Gehorsam. Ihr Lieben, wir sind also nicht auf verlorenem Posten angesichts dessen, was in dieser Welt passiert. Wir haben eine große Hilfe. Und mit diesem Text möchte ich abschließen, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13 bis 17.
Wir haben Jesus. Wir aber hören nicht auf, sagt Paulus, Gott für euch zu danken, liebe Freunde, denn ihr seid von Gott geliebt. Wir sind dankbar, dass er euch erwählt hat und dass ihr zu den Ersten gehören dürft, die gerettet werden. Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der euch Jesus immer ähnlicher werden lässt und euren Glauben an die Wahrheit. Er hat euch dazu berufen durch unsere Botschaft von Jesus, damit ihr die Herrlichkeit von Jesus, unserem Herrn, erlangt. Auf diesem Grund steht fest, liebe Brüder, und vergesst nicht von dem, was wir euch persönlich und durch Briefe mitgegeben haben. Wir bitten euch, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns seine Gnade gegeben hat, Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, eure Herzen ermutige und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Es ist also nicht gleich Geist und Geister, es muss das Feuer von Gott entzündet sein. Und dieses göttliche Feuer wird uns verändern und ein Licht in unserem Leben sein. Gott möge uns segnen in diesem Kampf, in dem wir da jetzt drinnen stehen. Der Herr mit euch. Amen. Amen.